sehe ich nicht, was stehen im Mittelpunkt Experiment des hochbeteiligten Computerkrimis Bastard. Paul David, der geheimnisvolle Hacker, dem es gelingt, Datennetz eines international operierenden Verbrechersyndikats einzudringen, spielt ein gefährliches Spiel, denn zunächst unterschätzt er seine Gegner. Sehen Sie also jetzt die erste Folge von Bastard. Die zweite Folge zeigen wir Ihnen am kommenden Sonntag um 21.50 Uhr und die dritte in 14 Tagen um 21.55 Uhr. Señor Paul, Pedro está. Señor Paul, chicos. Ya. Hola, señor Paul. Hola, Pedro. Usted siempre a la máquina, ¿no? ¿Cómo bist du allein? Pregunta llegado solo. Sí, solo. Solo. Wo ist Svoboda? El pregunte por Svoboda. Der Mann mit der Glatze, der jeden Monat kommt. Ese que es calvo. No. El barco no ha llegado. Pedro sagt, war nicht auf der Fähre. Wir waren nicht auf der Fähre. Bueno, aquí tiene sus periódicos y sus cartas. Gracias. De nada. Salud. Salud. Ich verstehe das nicht. Wir waren fest verabredet. Wahrscheinlich hat er ihn verpasst. Frag ihn noch mal. Pedro, ist posible que no lo ha visto? Yo no soy ningún tonto. Er sagt es nicht blöd. Adios, Pedro. Gracias por el vino. Hasta la próxima semana. Señor Paul, was gefällt mir nicht? Eine Geschichte werde ich dir erzählen. Teresa, bitte nicht jetzt. Ich habe früher Flamenco getanzt. Teresa, ich weiß das. Als Tänzerin war ich Nummer uno. Keiner hat so wild fuerte en los pies como yo. Es posible que la señora Morales, aber nur vielleicht und dann keine mehr. Hörst du zu, Senor? Hörst du mir zu, Senor?
Hallo, wer ist denn da? Hallo, Paul. Ja. Hier ist Felix. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich. Felix! Ja, Felix, ich verstehe dich. Was ist denn? Du musst abhauen. Hast du verstanden? Du musst verschwinden. Sofort. Was heißt, ich muss? Felix! Felix, bist du noch da? Ja. Was heißt, ich muss abhauen? Warum denn? Felix! Sorg dir ein Ticket. Geh nach Australien oder nach Kanada. Ich will nicht nach Australien und ich will auch nicht nach Kanada. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass Bobo da tot ist. Was ist los, Felix? Felix! Felix, hallo Felix! Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Was ist passiert, Senor? Warum sagst du nicht was, Senor? Mein Name ist David. Paul David. Wenn Sie mir jetzt auch noch Ihren Namen sagen würden. Achtung mit C, Herr Paul David. Wird dringend zur Information 1 gebeten. Herr Paul David, bitte. Ich bin ausgerufen worden. Sind Sie Herr David? Ja. Sie werden erwartet. Darf ich bitte mal Ihren Pass haben? Mein Name ist Frenznik, Kriminalpolizei. Sie sind festgenommen. Also, dann das Ganze noch mal von vorn. Sie behaupten, dass Sie Ihre Insel in den letzten 3 Monaten nicht verlassen haben. Ja, bis gestern. Und Sie haben Zeugen dafür. Sag ich doch. So. Und warum sind Sie dann plötzlich hier in Deutschland? Seit wann braucht man Gründe, um nach Hause zu kommen?
hatte vielleicht einen Anlass. Reden wir von dem Toten. Sie kannten ihn. So wie man den Briefträger kennt. Wir haben sein Hotel gefunden. Und im Nachttisch ein Ticket nach Palma. Und eine Adresse. Und zufällig ist es die Ihre. Isla Cantoria. Ja, und dann noch ein Telefonanruf. Anonym zwar, aber der Knopf passt ins Loch. Stehen Ihnen frei, einen Anwalt anzurufen. Geben Sie mir 24 Stunden Zeit. Um nachzudenken, ob Ihnen was Besseres einfällt. Sie können mich hier nicht einfach festhalten. Nicht ohne konkrete Beweise und nicht länger als einen Tag. Ach, Sie an. Die Antwort eines Experten. Sie können gehen. Ach, noch was. Eines sollten Sie vorher noch wissen. Der Mann, den Sie so wenig gekannt haben, ist nicht einfach ermordet worden. Er wurde hingerichtet. Na, warum gehen Sie nicht? Ich muss wissen, wohin er geht, was er tut, mit wem er sich trifft. Lisa, mach auf! Ich weiß, dass du da bist. Mach auf oder ich trete die Tür ein. Bitte. Wo ist Felix? Ich hab dich was gefragt. Du weißt, wo er ist. Warum tust du nicht, was er gesagt hat? Du kennst diesen Mann. Glaubst du, Felix hat ihn umgebracht? Nein, aber er weiß, wer es war. Lisa, irgendjemand will mir diesen Mord in die Schuhe schieben. Hast du mich verstanden, Lisa? Ja, bitte. Geht jetzt nicht. Ich habe Besuch. Felix? Felix! Er war's. Ruf ihn an. Du bist ein Idiot, Paul. Du machst alles kaputt. Rufst ihn an oder gibst mir jetzt seine Nummer? Ich kann mich an Zeiten erinnern, da warst du weniger grob. Bitte. Ich bring dich zu ihm. Wenn du mich loslässt. Ich zieh mich um.
mir leid, Paul. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Ja, ja. Und ich hätte wissen müssen, was du für ein Miststück bist. Ich habe die Polizei angerufen. Mehr konnte ich nicht für dich tun. Pass auf dich auf, Paul. Merkwürdig, dass Ihnen das alles erst jetzt einfällt. Der Mann heißt also Dennis. Ja. Mit O hinten. Felix Dennis. Etwa 35, sportlich 1,75. Und wie Sie sagen, ein alter Bekannter. Freund. Na also, dann wird Ihnen ja wohl aus der Patsche helfen. Grüß dich. Ja, schieß los. Dennisons gibt es nur zwei. Ein Alfred Maria Dennison, 12.07.07. Das kann er nicht sein. Und eine Elisabeth Dennison. Unser Objekt ist männlich. Das wär's dann schon. Kein Dennison mehr? Nicht abgewandert, nicht ausgewandert? Fehlanzeige. Bitte nochmal, langsam und deutlich. Fehlanzeige. So, jetzt tipp mal die Toten ein. Dennison Helga, ex 13.06.85. Dennison Friedrich, ex 8.04.42. Das ist alles. Danke. Kein toter Dennison, kein lebendiger Dennison. Dennison ist Hacker, wenn ihm das was sagt. So. Und jetzt sag ich Ihnen, wer dieser Dennison ist. Der gute, alte, große, Unbekannte. Den Sie erfunden haben, um sich aus der Affäre zu ziehen. Felix Dennison ist der genialste Hacker, den es gibt. Verstehen Sie nicht, was ich meine? Vielleicht sollten Sie sich informieren. Ich wohne im Parkhotel. Und ich wohne hier. Ich möchte alles über Hacker wissen. Muss was mit Computern zu tun haben. Lisa? Lisa! Hab keine Ahnung, wo sie hin ist. Nachts um 9:30 ist der Möbelwagen gekommen. Den Trödel können Sie haben, wenn Sie mitnehmen wollen. Und was ist mit der Wohnung? 1800 kalt. Wenn Sie Interesse haben. Sie wohnen im Parkhotel. Sind Sie dienstlich hier? Stört Sie doch nicht, wenn ich ja sage. Also kein Whisky? Doch. Zum Einstand auf Ihre Wohnung. Was wissen Sie über Dennison? Das ist die erste gescheite Frage, die Sie mir stellen. Dann darf ich ja wohl eine gescheite Antwort erwarten. Wie haben Sie ihn kennengelernt? In einem Computershop. Der Hacker leben davon, dass sie Informationen austauschen. Ja, Herr Grünberg. Ja, guten Tag, wie geht's schön? Gut, gut. Gibt's was Neues? Ja, da drüben haben wir das neue Computermodell. Aha. Scheiße. Wie hast du das gemacht? Erst List, dann Return. Mann, ist ja klar. Inzwischen wissen Sie ja wohl, was ein Hacker ist, oder nicht? Bitteschön.
Was hat man eigentlich vom Hacken? Spielt sie Schach? Wenn mir Leute wie Sie Zeit dazu lassen. Dann stellen Sie sich vor, Sie spielen gegen Kasparov. Sie treten an gegen eine fremde Intelligenz. Sie tasten sich langsam vor, hinein in sein kompliziertes Denkmuster. Und irgendwann ist es dann soweit. Ich habe ihn geknackt. Den Code. Ich bin drin. Mit jedem Tastendruck wird mir klarer, was er denkt und wie er denkt. Er hat überhaupt keine Chance mehr. Er muss tun, was ich will. Ich frage, er antwortet. Ich steuere, er lässt sich steuern. Alles reagiert nur noch auf meine Befehle. Kann man noch einen Schluck haben? Ja, wissen Sie, wenn man sich mal hineingehackt hat in ein System, das ist wie, ich kann es nicht sagen, das ist wie Reinhold Messner auf dem Mount Everest. Ja, das versteht man auch nur, wenn man mal so hoch oben war. Es ist mir lieber, wenn Sie wieder runterkommen. Eines Tages hat Felix den Unicomputer geknackt, die Gehaltsliste der Professoren. Wir haben die Gehälter neu festgesetzt. Nach dem Leistungsprinzip. Und Auer, was machen wir mit Dr. Eddie Auer? Der Prater ist mit seinem hohen IQ. Ja. Gebe ihm doch eine IQ-Zulage. Ja, und 800 Mark Stupiditätszuschlag. Ja, genau, da müssen wir aber den Werkhammer was abziehen. Ich bin für einen Idiotieabschlag von 2700 Mark. Ja. Ach, was denkst du, wie blöd die am ersten gucken? Du bist ja schon etwas so stehen lassen. Ja, warum nicht? Quatsch, wir machen das rückgängig. Soll ich dir was sagen? Wir sind Idioten. Hängen hier rum, hauen uns die Nächte um die Ohren, hacken uns um die halbe Welt. Nur so. Nur so zum Spaß. Wozu denn sonst? Wir könnten mehr daraus machen. Was hat er damit gemeint? Er hat mit der Idee gespielt, das Programm zu crashen. Was heißt das? Abstürzen lassen. Die gespeicherte Intelligenz vernichten. Wenn man ein System erstmal geknackt hat, kann man es manipulieren, durcheinander bringen oder völlig zerstören. Am raffiniertesten mit einem Virus, der es irgendwann reagiert und ganz langsam, aber sicher sämtliche Informationen killt. Ja, bitte! Die Kantonalbank. Wenn wir wollen, löst sich die Software in nichts auf. Hm? Wollen wir? Das wollen nicht alle. Felix drohte der Bank, ihre Software zum Absturz zu bringen. Sie würde dadurch Millionen verlieren. Er forderte 50.000 Mark. Sollten Sie? Felix, das ist Erpressung. Das ist frei vereinbarter Finderlohn. Ach ja, ein Kollege von mir. Sie erlauben doch. Detmar Mushake, LKA, Sachverständiger für Computernetze und Datenkriminalität. Na, habe ich das denn nicht richtig gesagt? Fast. Bitte schön. Danke. Dennisons Lieblingsplatte. Haben Sie da mehr solche Existenzbeweise? Wir waren dicke Freunde. Es gab nichts, was zwischen uns war. Bis zu dem Abend. Lange danach. Eine von diesen Vanillanächten. Was für eine Nacht? Vanille heißt langweilig, stinkt normal. Hacker-Slang. Ja. Wir hatten 20 Stunden lang pausenlos durchgehackt, waren schon irgendwo drin, hinter der ersten Sperre. Da kam der große Hang-up. Nichts ging mehr. Ich habe was eingeworfen und mich hingelegt.
System gecrasht. Nein! Du gehst mir langsam auf den Geist, Herr Staatsanwalt. Sag mal, du bist wirklich bis auf. Gesegelt an ein Bücherregal und war bewusstlos. Ach, und als Ihr Gehirn wieder funktioniert hat, war Dennis nicht mehr da. Ne? Hat sich einfach in Luft aufgelöst. Wenn Sie alles schon wissen, warum fragen Sie dann? Wie lebt es sich eigentlich auf einer einsamen Insel? So lange und vor allem so gut? Ich schreibe Software für Computerspiele und verkaufe sie. Computerspiele? Es war einmal ein deutscher Bundeskanzler, der wusste, dass es verschiedene Arten von Wahrheit gibt. Die reine Wahrheit, die lautere Wahrheit und die volle Wahrheit. Ich kenne noch eine Variante. Die halbe Wahrheit. Ich habe gelernt, dass man eine Waffe braucht, um an das Geld anderer Leute zu kommen. Eine Pistole, ein Messer, einen Esslöffel Gift oder eine gefälschte Unterschrift. Das kann man schmecken, riechen, tasten, anschauen. Und nun soll es vielleicht Bits sein oder Bouts oder Bytes oder wie sie das Zeug alles nennt. Was empfehlen Sie mir? Einen Schnellkurs in Informatik? Sie haben ja mich, wenn Sie das brauchen. Ich muss hier lang. Muss, Hacke! Was hat er eigentlich gemeint, als er sagte, dass er mich nicht bediddeln will? Ein Diddle ist jemand, der einen anderen reinlegt. Nehmen wir mal an, diesen Dennison hat es wirklich gegeben. Wieso hat? Weil vielleicht wurde er umgebracht. Das müsste ich Ihnen einen Schnellkurs in Psychologie empfehlen. Dieser Paul David ist alles andere als ein Mörder. Sind Sie sicher? Das alte Passwort. Schlampladen. Wo du bist. Du wirst Felix sagen, dass ich ihn sehen will. Thank you.
Mordkommission. Kommissar Frenznik, bitte. Paul David. Nun doch, ich weiß genau, wovon ich rede. Ich habe es einfach satt, von Ihren Leuten bespitzelt zu werden. Das wär's. Guten Tag, Herr Frenznik. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen wackelig, aber es geht. Ein Kommissar Franz Nick hat angerufen. Er schickt einen Wagen vorbei. Kann ich meine Sachen haben? In 8 Tagen können wir Fäden ziehen. Wie sieht's denn aus, mein Ohr? Wunderschön. Wie mit der Maschine genäht. Brauchen Sie den noch? Sie werden es nicht glauben. Davon hängt mein Leben ab. Steig ein. Ich denke, du willst ihn sehen. Sie ihr wiedergeben. Du hast dich sehr verändert. Du auch. Tut sehr weh. Die Polizei sucht dich. Und du hast sie mir auf den Hals gehetzt. Dumm von dir. Sie mag dich. Warum versteckst du dich? Ich verstecke mich nicht. Ich bin gar nicht vorhanden. Felix, ich stehe unter Mordverdacht und du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ich wollte dir helfen, aber du hast ja nicht auf mich gehört. Wir waren mal Freunde, Felix. Ich denke, wir sind es noch. Dann sag mir, warum Svoboda umgebracht worden ist. Paul, wenn du dich da nicht raushältst, bist du der Nächste. Was machst du für Geschäfte? Ist es dir schlecht dabei gegangen? Was für Geschäfte? Ich will es wissen. Bitte nicht. Das Ding könnte losgehen. Hast du dir etwa eingebildet, die Schecks und das Geld, das ich dir geschickt habe, sind Erfolgshonorare für deine blöden Computerspiele? Bist du wirklich so kacknaiv? In was für einer Welt lebst du denn? In der Nacht, als wir uns geprügelt haben, ich habe geackert, stundenlang. Dann habe ich kapiert, wo ich war. Irgendwo hatte ich mal gelesen, sowas gibt's nur in Amerika. Eine komplette Lieferlogistik für Waffen, Falschgeld, Glücksspiel, Rauschgift, Prostitution.
Das hatte ich plötzlich vor mir. Wie auf einem Röntgenfoto. Und du hast gepennt. Du hast mir nichts davon erzählt. Du wärst doch mit der Diskette zur Polizei gelaufen. Hättest sofort den Finger gehoben. Du wolltest aussteigen. Ich habe mich arrangiert. Ich bin eingestiegen. Die große Chance gibt's nur einmal. Ich organisiere Programme, Kontakte, sorg dafür, dass der Laden auch hier läuft. Gute Dienste für gutes Geld. Gutes Geld? Seit wann ist das gutes Geld? Ich hatte nicht den Eindruck, dass du es ungern genommen hast. Du hast nicht mal gefragt. Ich hab dir geglaubt, Felix! Wo willst du eigentlich hin mit deiner beknackten Sehnsucht? Ruhe und Frieden, ja? Raus aus dem Trubel, sich selber finden. Schreiben, lesen und ewige Sonne und ab und zu ein Computerspiel basteln. Und zu Hause, da sitzt ein Idiot namens Felix Dennison und füttert den Kameraden mit Geld, nur damit er ihn los ist. Damit du endlich klar siehst, Paul. Das Geld, das ich dir geschickt habe, eines Tages sind sie mir draufgekommen. Sie haben gefragt, warum? Und ich habe gesagt, weil wir Freunde sind. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Seitdem sind sie hinter dir her. Sie wissen nicht, wie viel du weißt, Paul. Aber sie glauben, dass du zu viel weißt. Sie haben Svoboda erledigt und sie werden mit dir nicht viel zärtlicher umgehen. Du musst dir nun endlich denen gefallen und verschwindest, bevor sie dich auch stumm machen. Bring Felix! Tut mir leid, Paul. Ich muss mich um mich selbst kümmern. Ich werde nicht verschwinden, Felix. Ich bin nicht dein Komplize. Stimmt. Dafür hast du zu schlechte Nerven. Glauben Sie mir jetzt? Dennison hat seine Daten gelöscht. Einwohnermeldeamt, Uni-Finanzbehörde. Ja, ich hab doch gesagt, er ist Hacker. Haben Sie eine Ahnung, wo er jetzt sein kann? Ja, vermutlich im Sludge. Kann man das auch auf Deutsch sagen? Scheiße. In der Scheiße. Danke, einmal genügt. Danke, den Rest schaffe ich allein. Hat der Untermieter? Nee. Sagen Sie in der Zentrale Bescheid, Frenzig soll kommen. Ja. Und leihen Sie mir Ihre Pistole. Hoffentlich kann ich damit noch umgehen. Richard Wagner, die 79. Zimmer brannt nach einer Explosion. Wir brauchen die Feuerwehr und einen Krankenwagen. Hörst du mich? Felix, das Passwort. Wie komme ich ran an die Kerle? Sag mir das Passwort. Nochmal. Felix, nochmal. Wach auf! Wach auf!
Dennison? Tut mir leid. Nur eine Minute! Verdammt nochmal, nur eine Minute! Es ging nicht schneller! Später, nur eine Minute später! Dann wüsste ich jetzt das Passwort. Was mache ich jetzt mit dir? Hm? Was mache ich denn mit dir? Unterschreiben Sie das bitte. Vorbeikommen. Schadet nichts, wenn man sehen, wie ich arbeiten muss. Wenn Sie Platzangst kriegen, können Sie ruhig die Tür offen lassen. Zur Sache. Also, das Wort, das wir suchen, besteht aus zwei Silben. Zwei Silben. Ich habe Ihre Liste mal durchgecheckt. Alles zweisilbige Namen, die nach Ihrer Erinnerung einen Bezug zu Dennison haben. Schuhhelm, Jason, Atlas, Hector, Ripley, Presley. Und Lisa? Hat auch nichts gebracht. Haben Sie mich deswegen hergeholt? Als Sie ein Kennwort für Ihr Sparbuch finden mussten, was haben Sie sich ausgedacht? Den Spitznamen Ihrer Tochter, den Kosenamen Ihrer verstorbenen Frau oder den Namen Ihres Papageis? Codewörter haben immer einen persönlichen Hintergrund. Namen, die man sich merken kann aus dem Familienkreis, Helden aus Lieblingsbüchern, aus Filmen. Wenn Ihnen nichts mehr einfällt, werden wir warten müssen, bis Dennison wieder bei Bewusstsein ist. Dennison ist tot. Sie werden verstehen, wenn ich mich an Ihrem Quiz nicht beteilige. Felix ist tot? Wann haben Sie das erfahren? Vor einer Stunde. Eine Frage noch, Herr Kollege. Wie heißt Ihr Papagei? Er nennt ihn Florian. Ich komme gleich wieder. Wenn Sie nicht sofort das Grundstück verlassen, rufe ich die Polizei. Sie steht schon draußen. Wir haben 86 Hunde hier. Davon können Sie jeden haben. Wegen mir auch alle 86. Aber nicht mitten in der Nacht. Ich
brauche keinen Hund. Ich brauche nur das da. Bitte schön. Vier, sechs, drei, sieben, 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 acht. Können Sie da eine Verbindung herstellen? Ja, sicher. Dieser von 5211, eine Aufschaltung mit folgender Telefonnummer, bitte. 463-7778. Danke. Ja, hallo? Staatliche Veterinärklinik, Bereitschaftsdienst. Wer ist da? Veterinärklinik, Bereitschaftsdienst. Kann ich was für Sie tun? Nein, Sie können nichts für mich tun. Nein, danke. Nicht so an, hast mich ausgetrickst. Wie heißt denn überhaupt du Dittel? Genau, ab jetzt heißt du Dittel. Weißt du, was das ist, ein Dittel? Das ist einer wie du. Ja, der einen austrickst und du hast mich ausgetrickst. Du, pass auf, ich hab was für dich. Schau mal, was ich habe. Schau mal. Ja, los. Ja, los. An deiner Stelle wäre ich mit dem Güterzug gekommen. Theresa, bitte nicht jetzt. Okay, okay. Was ist? Ich bin drei Wochen hier, Senor. Du hast gesagt, du brauchst mich. Pero por qué? Du hockst vor diesem Fulano Mulderto, du haust auf die Tassen como un borracho und ich hab den Hund. Senor, für dich tue ich alles, aber ich bin keine Niniera. Nicht für einen Hund, der kein Hund ist, nur ein kleiner, stinkender Bastardo. Theresa, ich... Mein süßer kleiner Bastard, ich bin drin.
drin? Theresa, ich bin drin. Ich bin drin! Ich bin drin! No, es no puede. Ich bin drin! Soy una mujer limpia. No, así. Y eso, que es una nada, es un cochino, una cochinera. Eins musst du wissen, Senor. Küsse sind wunderbar, aber immer erst Mensch und dann Hund. Ausgerechnet. Wenn ich Sie schon mal brauche, lasse ich die Mandel rausnehmen. Na, wie geht's uns denn? Naja, es genügt, wenn Sie Zeichen geben. So. Können Sie was damit anfangen? Er behauptet, er hat ein System geknackt. Die Datenbank eines Verbrechersyndikats. Was sagt er? Ja, halten Sie das für möglich? Na schön. Nehmen wir mal an, das Zeug ist echt. Dann braucht man Leute, die sowas entziffern können. Leute wie Sie. Dann wünsche ich sofortige Besserung. Bitte. Ach, ja. Ich habe das Kennwort von meinem Sparbuch geändert. Es ist nicht mehr der Papagei. Siehst du, was ich tue, Senor? Ja, Theresa. Stört dich nicht? Aber nein. Und du versprichst mir, du bist nicht böse. Nein, nein, ich habe mich dran gewöhnt, Theresa. Es ist nicht, wie du denkst, Senor. Ich reise. Was tun Sie? Yo voy a casa. Aber Theresa, Sie können mich doch nicht allein lassen. Oh, kann, weil ich sterbe. Noch heute Abend, wenn ich morgen nicht fahre. Da, weil du sonst nicht glaubst. Schlafwagen bis Barcelona. Aber Theresa, ich bitte Sie. Moment. Zugname. Zugnummer. Waggonnummer. Teilnummer, Datum, Uhrzeit. Was für ein Datum haben wir heute, Theresa? Den 16. Theresa! Senor, das Essen! Haben Sie noch ein Bett frei? Wohin?
Nach Amsterdam, wenn es geht, Nummer 532. 532 ist belegt. Sie können 530 haben oder 534. Und warum nicht die 32? Ich meine, Sie können doch irgendwie... Weil Sie 532 nicht reserviert haben. Wollen Sie nun ein Bett oder wollen Sie keins? Hören Sie, Chef, ich kann nicht auf der Achse schlafen. 530 hat keine Achse. 532. Geben Sie sich keine Mühe. In 2 Minuten fahren wir ab. Dittel, du Mist. Wie kommst du denn hierher? Ne? Okay, ich nehme die 530. Der Hund kostet aber extra. So, der schläft immer in meinem Bett. Gell, Dittel? Hoppedi. Mit Hund. Titel, was ist denn? Titel. Titel! Was willst du hier? Komm, Lucky, komm. Titel, komm her. Komm. Titel, hörst du wohl auf, du? Entschuldigen Sie, Hunde sind manchmal hysterisch. Ein drolliges Kerlchen. Der Kerl ist eine Sie. Wie heißt sie denn? Titel. Ungewöhnlicher Name. Finden Sie? Schreiben Sie. Ja, ja, natürlich. Suchen Sie was? Ich? Nein, nein, ich wollte nur fragen, ob Sie mal Feuer haben. Jetzt habe ich da glatt meine Zigaretten vergessen. Danke. Bitte schön. Wenn ich nur wüsste, wo wir uns schon mal gesehen haben. Hm. Kommt mir auch so vor. Aber kann ja eigentlich nicht sein. Nein, nein, warten Sie. Jetzt weiß ich's. Bei Mario Zanetti, am Namenstag seiner Schwester. Wie heißt sie noch? Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wen Sie meinen. Tja, so kann man sich täuschen. Ihr Hund weint. Moment, sagten Sie Zanetti? Zanetti? Ja. Da haben Sie sich verhört. Sie dürfen es behalten. Dankeschön. Gute Nacht. Das ist ja gut, Titel. Er hat das Abteil neben mir ausgerechnet. Und er hat den Hund bei sich. Nein, ich irre mich nicht. Es ist der Bastard von Dennison. Aber wenn er nicht von euch ist, woher kommt er dann? Und warum reagiert er nicht auf Zanetti? Okay, ich steige aus. In Nürnberg, wie immer. Ich verlasse mich drauf. Ah.
Machen Sie die Tür auf. Wir werden jetzt zusammen in Nürnberg aussteigen. Und machen Sie kein Theater. Eine Wurst ohne alles und zweimal mit ordentlich sein. Jawohl, geht in Ordnung. So. Einmal. Komm her, Dill. Schau. Yes, sir. Zweimal. Bitte. Entweder Sie nehmen die Hand aus der Tasche oder Sie stellen den Koffer ab. Achtung am Gleis 3. Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Sind Sie fertig? Ja, mehr weiß ich auch nicht. Nichts, was Sie vergessen haben? Glaub nicht. So, na gut. Dann fassen wir doch noch mal zusammen. Sie sind in Nürnberg ausgestiegen? Ausgestiegen worden. Ausgestiegen zusammen mit einem Fahrgast, der Sie zu einem Imbiss eingeladen hat. Sie haben ihn dazu bewogen, seinen Koffer abzustellen. Dann haben Sie ihn niedergeschlagen und sind mit dem Koffer geflüchtet. Sie drehen mir wirklich jedes Wort im Mund herum. Ich halte nur die Aussage des Fahrgastes vor, dass sie angezeigt hat wegen schwerer Körperverletzung. Der Mann heißt Kapuske, Handelsvertreter, Dosenmilch, Mehl, Mehlprodukte. Sie haben mir überhaupt nicht zugehört. Oh, jedes Wort. Herr Frenznik, ich habe in meinem Computer... Sie haben in Ihrem Computer nach Verbrechern gejagt. Und sind versehentlich in die Datei der Bundesbahn geraten. Und dann sind Sie losgezogen, um mir zu zeigen, was eine Harke ist. Sie haben wieder mal Pech. Es gibt einen Zeugen. Ach, was soll ich sagen? Sie meinen den Würstchenverkäufer? Ja, ich meine den Würstchenverkäufer. Der muss gesehen haben, wie die mich zusammengeschlagen haben. Drei Mann hoch! Warum fragen Sie den nicht? Na gut, wenn Sie unbedingt wollen. Los, hol ihn rein. Grüß Gott. Tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Nehmen Sie Platz. Sie kennen den Mann? Ja. Ich muss Sie bitten, ihn schon genau anzusehen. Na ja, ich kenne. Hat einen Fahrgast niedergeschlagen, einen Aktenkoffer entwendet und dann ist er davor gerannt. Mit dem Aktenkoffer?
Ja, mit dem Koffer. Und der Fahrgast ist nachgerannt, die Treppen runter, unter Führung. Und als ich hingekommen bin, dann hat er schon am Boden gelegen und geblutet. Wer lag am Boden? Na ja, der Fahrgast. Haben Sie dich unter Druck gesetzt, oder was? Kapieren Sie nicht, was hier gespielt wird? Du hast es dafür bezahlt! Was ist denn los? Du Schwein! Wenn Sie Anzeige erstatten wollen, zwei Türen weiter. Wenn Sie rauskommen, rechts. Ich darf also gehen? Ja, danke. Herr Frenznik, wie groß sind eigentlich die Chancen, dass Sie mir endlich glauben? Wenn ich ehrlich bin, null. Dennison haben Sie mir auch nicht geglaubt, bis Sie ihn gesehen haben. Ich habe auch gesehen, dass eine Bombe explodiert ist. Aber wer sagt mir, dass sie nicht von Ihnen stammt? Sie wollen mich kaputt machen. Warum? Ich will Sie davon abhalten, Polizei zu spielen. Das ist zunächst alles. Also, Ruprenz, zeig ihm die Fotos. Und wer soll das sein? Das ist Dennisons Freund. Ich denke, ihr habt das erledigt. Basta. Das Passwort heißt Basta. Und das sind Zugverbindungen, Schiffs- und Flugverbindungen. Von jedem, der das Passwort kennt, jederzeit abrufbar. Und wenn Sie die Ausdrucke untereinander vergleichen, können Sie sehen, wie die Einsätze laufen. Genauso gut können das Warenbezeichnungen sein. Katalognummern aus einem Versandhaus. Und warum wird der Artikel 100-10101 ausgerechnet in einem Schlafwagen transportiert? Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr Versandhaus. Er ist wieder drin. Mit die Einsätze ab. Wir müssen das Passwort ändern. Wir warten. Worauf? Dass er uns das Programm zusammenhaut. Ich will sehen, wie weit das treibt. Ob er auf eigene Rechnung arbeitet oder ob er Hintermänner hat. Wenn das alles ist, was ihm dazu einfällt. Warum sind Sie dann überhaupt hergekommen? Ich habe gesagt, wir warten. Und jetzt sehen Sie sich das mal an. Erinnern Sie sich? Das war vor einer Woche. Der Goldraub in London. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind auf dem Londoner Flughafen Heathrow 2 Tonnen Gold entwendet worden.
Ich kann Ihnen sagen, wo die 2 Tonnen geblieben sind. Artikel 1110110, eine Ladung nach Genua, eine nach Sydney, Pittsburgh, Kuala Lumpur. Warum schalten Sie ab? 2 Anschläge haben Sie überstanden. Wollen Sie einen 3. riskieren? Danke. Wofür? Dafür, dass Sie mir endlich glauben. Was ich glaube, ist nicht so wichtig. Frenzlig müssen Sie überzeugen. Wir haben 2,5 Meter Beweise. Das sind 2,5 Meter Zahlen, die alles und nichts beweisen. Der Goldtransport. Wir haben die Route, sämtliche Daten. Die Polizei braucht nur zuzuschlagen. Ja, in Kuala Lumpur. Señores, la paella. Kalt schmeckt sie nicht. Wir können die Ladung umdirigieren, dorthin, wo wir sie haben wollen. Noch können wir wieder rein. Und woher wissen wir, dass wir uns nicht schon gerochen haben? Hätten Sie längst das Passwort geändert. Oder auch nicht. Gibt's was Neues? Nichts. Wahrscheinlich Penta. Ist wieder da. Er ist wieder da. Herr Wannenberg. Herr Wannenberg. Und? Was tut er? Ich weiß nicht. Irgendwas. Herr Gott, noch mal. Er stochert da drin rum. Der Container. Er flascht die Containerroute. Wir haben sie nicht hierher bestellt, damit sie Patienzen legen. Die Karten auf. Nein, nein, nicht Sie, Sam. Sie heben die Karten auf, Crocker. Sie müssen noch viel lernen, wenn Sie Dennisons Position einnehmen wollen. Raus. Sie werden schon sehen, wie weit Sie ohne mich kommen. Trinken Sie erst mal. Ich
hab doch nochmal gecheckt, Paul. Bei diesem Gegner darf man nicht logisch denken, man muss denken, was Sie denken, was wir denken. Und wenn die Herrschaften denken, dass wir ausschließlich logisch denken und das sollen sie denken, dann denken sie falsch. Nochmal. Wir müssen genau das tun, was Sie von uns erwarten. Das habe ich schon. Ja, ich weiß, was los ist. Ja, selbstverständlich gehe ich dafür nach Canossa, auf allen Vieren, wenn es sein muss. Ja, wieso denn? Ja, von mir aus auch schriftlich. Es war alles ein Irrtum, sehr geehrte Damen und Herren. Hiermit wird untertänigst um Vergebung gebeten. Seit wann sind Polizeikontrollen ein Verbrechen? Na ja, man wird ja noch fragen dürfen. Na gut, ich bring das in Ordnung. Wollen Sie denn? Ach, herzliches Beileid wünschen, nachdem Sie mich hineingeredet haben in diese Nacht- und Nebelaktion. Detmar Mushake, auch mal im Mittelpunkt. Und dann gleich die ganz große Nummer. Ein Syndikat wird entlarvt. Der Goldschatz von London. Wissen Sie, was wir gefunden haben? Blechfiguren. 75.000 Blechfiguren! Na, was ist? Warum sagen Sie nichts? Hat Sie die Sprache verschlagen? Irgendwie war mir klar, dass wir nichts finden würden. Sagt er das nochmal? Ich habe sogar damit gerechnet. Wie darf ich das verstehen, Herr Kollege? Der ganze Zirkus mit Trommelwirbel und doppeltem Salto, obwohl Sie wussten, dass es ein Schlag ins Wasser wird. Die Herren auf der Gegenseite werden jetzt glauben, Sie hätten uns reingelegt. Sollen Sie? Sie müssen verrückt sein. Wir haben nichts in der Hand. Nichts! Nicht den Schimmer eines Beweises! Ja! Was ist das? Was soll ich damit? Sie wollten doch alles über Hacker wissen. Der Rest kommt morgen. Wir werden bereits erwartet, Herr David. Zimmer 49, zweiter Stock, diese Richtung, bitte. Dankeschön. Kleid hat zwei Knöpfe zu viel. Kannst du mir bitte helfen? Ich wusste gar nicht, dass wir zum Essen verabredet sind. Ich dachte, es redet sich leichter. Na gut. Ich betrachte es als Leichenschmaus für Felix. Machst du bitte die Flasche auf? Dein Tod scheint dir nicht besonders nahe zu gehen. Paul,
Ich muss dir was erklären. Ja, ja. Ein Abend in einem feinen Hotel zum Auftakt Champagner und Austern und eine Plauderstunde. Und alles ist wieder in Ordnung. Glaubst du? Bitte, ich trinke nicht mit. Tja, dann auf dich. Trink lieber auf Felix. Es gehört, weiß Gott, nicht viel Fantasie dazu, herauszufinden, was du für eine Rolle spielst. Bitte nicht. Paul, lass mich los. Nicht, oh, Paul. Hör doch auf, bitte. Du, ich hab dich nicht hergebeten, damit du, weißt du, oh, es ist, nein, komm, lass es doch. Och, du. Wollen wir nicht erst mal was essen? Oh, du, ich hab einen wahnsinnigen Hunger. Ja, ich auch. Oh, du. Oh, mach nicht weiter jetzt. Ja, sehr schön. Wunderschön. So wie früher? Viel mehr noch als früher. Und für dich? Sieht man mir das nicht an? Erzähl mir was von dir. Bisschen wenig Information bei so viel Aufwand. Sie haben alles verdorben. Sie hätten mir sagen können, dass überall Wanzen sind. Hab ich das vergessen? Paul muss es gemerkt haben in dem Moment, als er reinkam. Ich hatte überhaupt keine Chance mehr. Hat der Rest dann wenigstens Spaß gemacht? Hatten Sie nicht den Eindruck? Ich würde gern mal Ihre Hand sehen. Bin ganz gut im Deuten von Schicksalslinien. Interessant. Zielbewusst, intelligent. Aber wenn Sie Ihren Gefühlen nachgeben, sind Sie gefährdet. Kann ich auch noch die Linke sehen? Es stimmt alles. Sie sind nicht unbekannt. Darf ich trotzdem? Links sind die Linien etwas verwischt. Aber dass Sie eine ungewöhnliche Frau sind, ist unübersehbar. Ich würde gerne noch ein paar Schritte gehen. Es tut mir leid, wenn ich Sie enttäuscht habe. Aber wie kommen Sie denn darauf? Das Passwort geändert. Haben Sie was anderes erwartet? Wir sind draußen. Mann! Du sag mir, wir sind draußen! Was haben Sie? Was ist los? Wir sind draußen. Ja, das beweist doch, dass wir auf der richtigen Spur sind. Ja, aber das ist doch alles. Ich glaube, da war ein Gedankenfehler. Wir waren zu schnell, Paul, und Sie haben uns ertappt dabei. Ich kann Franzig verstehen, warum er so wütend ist. Wir müssen von vorn anfangen. Worauf warten wir? Wie hoch sind die Chancen, wieder reinzukommen? Ich schätze 1 zu 1 Million.
Ich schaff das. Wetten? Irgendwie schaffe ich das. Disculpeme, Señor. Una persona. Die Zeit, wer? Er ist ein Mann. Er sagte, muy importante. Er sagte, er muss dich sehen. Er wartet im Treppenhaus. Hat er gesagt, wie er heißt? Er hat gesagt, er heißt Denison. Denison.